Und damit hallo und herzlich willkommen zu Alien Fireteam Elite. Heute Klunk und Drache. Grüße Peter. Leute, hallo. Doch, Peter. Jo, Peter, moin. Und meine Wenigkeit im Hornedin. Und eine Herausforderungskarte, die mussten wir euch einfach zeigen, die ist episch. Wir dürfen nur die Handfeuerwaffe benutzen, also sprich, ja, Handfeuerwaffe. Willst du dazu sagen, die anderen Waffen wurden deaktiviert, die können wir auch nicht wählen. Wir machen die erste Mission auf leicht, wir wollen ja nicht lügen, weil das ist schon ziemlich hart. Wir gucken mal. Ja. Wir haben die Doktorklasse noch dazu. Neu? Die haben wir für uns entdeckt, die ist mega geil. Ja, beziehungsweise müssen wir die eh spielen. Macht Spaß einfach, die Klasse. Hat eine coole Fähigkeit. Einmal können wir uns aufboosten und einmal können wir eine Heilungsdrohne hinstellen. Ich zeig's euch mal schnell. Die macht dann genau. So ein Schutzschild und boostet uns und heilt uns. Ja. Und die können wir jederzeit einpacken oder uns zu sich rufen lassen, wenn wir es vergessen haben. Also geiles Ding. Doktor können wir mal spielen. Geile Klasse. Joker. Solltet ihr zwei oder drei Mann spielen, kann ich euch nur empfehlen, dass einer Doktor nimmt, weil das lohnt sich echt verdammt. Also. Aber auf jeden. Die Boosts sind richtig gut, so wir klappen gleich durch, dass wir das ja schaffen. Weil es wird hart, also doch, jetzt habe ich ein Fadenkreuz. Ich hatte gerade kein Fadenkreuz. Das war hart gewesen. Ich habe im Übrigen auch die Karte wieder, kein hat. Also das hätte ich auch wieder zur Auswahl. Aber ich finde es auch mal liebes. Wir wollten euch das jetzt einfach nicht vorenthalten, so eine Welt einfach mal nur mit einer Handpistole machen. Naja. Also, das wird gerade am Ende. Auch wenn es die erste ist, aber das wird trotzdem ganz schön schwer. Ich denke auch. Also, ich weiß nicht so richtig. Das kann schon sein, dass wir sogar große Probleme am Ende bekommen. Mal sehen. Wir geben unser Bestes, Leute. Wie immer. Aber genau deswegen wollen wir es euch nicht vorenthalten. Weil so Special-Sachen sind ja auch mal was Geiles. Alter. Ja. Weil, wie viel Munition hat man die? 10 und unendlich. Okay. Ja, aber 10 Schuss ist halt da. Jetzt geht's los. Ach du Heilige. Das kann ach du Scheiße. Oh, Errungenschaft freigeschalten. Impulsiver Sprengstoff. Nice. Ich habe schon mega viele Errungenschaften. Durch Zufall. Oh, da ist jetzt ein bisschen Problem, liebe Leute. Oh Gott, das wird krank. Dass wir halt hier keine Granaten haben. Ne? Das ist natürlich mit der Klasse echt schwer. Das habe ich mir vielleicht nicht überlegt, aber es ist geil. Aber wir müssen halt nochmal 3 Stoffen so mit dem Doktor spielen. Ja, aber also, muss das durchziehen. Was heißt, Peter wir müssen, auch mal wir können halt als Herausforderungen mit dem Doktor spielen und wir wollten es eh mal probieren. Und dazu halt gleich diese Herausforderungskarte, um halt auch vielleicht noch ein paar Credits zu bekommen, um halt wirklich auch die allerletzten zur Zeit möglichen Waffen uns zu holen, die es halt gibt. Ihr seht schon, wenn wir die Heilung zu zweit aufstellen, wir heilen uns gegenseitig so schnell. Ja. Das ist völlig egal, ob du da 2, 3 Gegner abkriegst. Da passt. Nur musst du halt die Delay-Zeit beachten. Ne? Bei mir steht 2343. Ich weiß nicht, Sekunden sind das, die uns noch runterzählt. Dann muss ich erstmal aufladen wieder. Aber geht eigentlich auch relativ schnell. Wir ziehen auch gleich durch. Bei Kisteninformationen durften wir eigentlich alle haben. Und selbst wenn nicht, ist es jetzt auch nicht schlimm. Nee, das ist jetzt mal wirklich egal. Ja, natürlich, ich gehe nicht an. Ich geb dir das Xenomorph-Fixer! Dreckischer! Fress meine Kugeln! Aber die Waffe ist gar nicht so schlecht, die schießt schön schnell. Unendlich Munition kannst du machen. Naja, man merkt halt schon den Durchschlag-Unterschied, Alter. Ja, das ist klar, ne? Ist halt keine Panzerfaust, ne? Kann man jetzt nicht schön reden. Aber es ist okay. Man kommt damit klar, sagen wir es mal so. Wir müssen jetzt. Außerdem macht es irgendwie Laune, das so zu spielen, weil das halt so absurd irgendwie ist. Ist cool, ja. Achso, Munition. Ja, ich bin auch automatisch an die Munitionskiste und hab dann so gedacht, ach ja, brauch ich aber nicht. Boah, das wird schon, also am Ende du... Ja, das wird da keinen Spaß haben. Da werden wir mal auf dem Wachgeschütz zurückgreifen müssen. Aber es ist geil, irgendwie. Es ist cool, ja. Coole Herausforderung einfach. Scheiß Pistole, Alter. Meine, Alter, hoffentlich kommt da kein Krieger oder sowas. Drohne Krieger nur mit Pistole. Ach du Scheiße, ja. Da haben wir natürlich einen Arsch offen, oder? Ja, da stelle ich schnell das Geschütz auf.
Alter, weiß ich nicht. Aber das kommt auf jeden Fall. Wie wir das dann abwehren sollen. Du kannst nur Geschütz aufstellen. Okay, vielleicht machen wir, geben wir ja auch der Pistole zu Unrecht. Vielleicht ist sie ja auch, sie ist ja so schlecht jetzt auch nicht, ne? Nee, das kann man nicht sagen. Also von der normalen Pistole, im Gegensatz zu dem, was man sonst an Waffenarsenal zur Verfügung hat, ist das ganz okay. Man nutzt sie halt noch nie, weil man halt immer was Besseres hat, auch wenn es zum Nutzen muss, geht die genauso. Ja. Noch, da ist halt wirklich nur das kleine Magazin, ne? Also 10 Schuss ist echt nicht viel. Das ist meistens freigeschaltet. Los geht's. Aber alleine auch die Optik mit diesem Energietank, mit diesem Heilungstank auf dem Buckel, das sieht einfach cool aus. Ich finde halt die Klasse einfach optisch schön. Es ist eine, haben sie cool gemacht, den Doktor auf jeden Fall. Also sehr cool umgesetzt, die Klasse. Kannst du echt nicht sagen. Gibt ja viele Doktorklassen, die sind scheiße. Muss einfach so sagen. Aber die ist echt akut durchdacht mit den, Features. Eine sehr schöne Unterstützungsklasse. Ja. Oh, leck mich. Warte, ich hau sie weg im Nahkampf. Ah, Pisser. Hast gesehen, wie die getreten hat? Ja, richtig geil. Da wäre schon jetzt für eine Granate echt Gold wert. Alter, wie das, ja. klingt, wie die kleinen Pistolen. Das klingt, als wenn du so mit so Plastik oder so Konfetti-Kanonen schießt. Ja. Das klingt wie zu einem guten Polizeifilm. Sehr geil. Okay, nichts mehr. Finde ich geil. Und auch sowas werden wir natürlich weiterhin auf dem Kanal zeigen für euch. Also auch so Spezialsachen. Definitiv ja. Auch die verschiedenen Klassen werden wir da nochmal präsentieren. Also es kommt auf alle Fälle auch abseits der Kampagne oder auch der zweiten Kampagne kommt dann auch vielleicht das ein oder andere. Noch genug Content, ja. Gibt ja auch genügend, was man doch zeigen kann. So, ich habe noch ein Wachgeschütz. Hab ich auch. Ich brauche weder Heilung noch brauche ich Munition. Nein, das ist wirklich. Ja. So, ja, haben wir ja jetzt Wellen, da würde ich jetzt meins aufstellen. Ich, da stelle ich jetzt auch eins auf. Ja. Links ist rechts wieder. Nein! Doch. Scheiße. Jetzt. Daneben gesetzt? Ja. Ich setze noch so ein Kryo-Ding hier unten hin. Ja, okay. Scheiße. Muss ich eigentlich noch genug haben? Was? Was denn gesetzt? Genau, hinter der Mauer. Ja, ja. Das ist aber egal, ich schieß durch. Denkst du? Naja, gut. Ja, der Laserstrahl geht durch. Gucken wir mal. Drück mal sehen. Ah. Mensch, Klunker. Das war schon ein bisschen traurig gerade. Ich hab selber ein bisschen geheult. So. Da hast du schon nicht viel in der Verschwendung. Ja. Ah, hier kommt bestimmt jetzt die CSK. Ja, es könnte gut sein, ne? Rüber, Digga, so cool. Auf jeden Fall. Sehr geil, es würde Gegner direkt vor der MG ein. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Ah, das läuft super. Kryo-Dinger sei optimal. Also den habe ich doch genau über deinen Kopf weggenommen, ja, aber sowas. Ja, ich hab's gesehen, da kaum gefallen, ja. Und eingefroren weg. Geschütze, zieh sie weg! Haut sie auf die Schnauze! Jetzt kommen sie links. Ja, ich hab noch hier einen. Gut. Alter, okay, das ist. Jetzt kommt was Großes. Denkst du? Oh, ja. Von rechts. Ach du Scheiße. Los, Geschütze, baller drauf! Oh Gott, ey. Ich hab doch so ein Kryo-Ding hingestellt, schnell. Komm schon! Später, Kollege! Alter, was ist da? Eine in die Schnauze gehauen, so sieht's nämlich mal aus. Sieht gut aus. Ja. Das Kryo-Ding hat sich noch ein bisschen Arsch gerettet.
bauen wir jetzt mal ab hier. Ja, das geht. Also die erste Welle war kein Problem, die zweite war dann schon problematischer, denn ich habe noch ein Kryo. Das Kryo-Zeug ist halt echt geil. Da kommt noch einer, ein Nachzügler. Das ist das Geschütze-Rudorscher, was der Klunker scheiße gestellt hat. Das ist ja übel scheiße. Also noch schlechter konnte ich es nicht stellen. Hätte ich es davor gestellt, wäre es egal gewesen, aber dahinter, das ist schon... Aber ich habe jetzt gar nicht gucken können, ob es schießt. Das hat schon geschossen, aber so seitlich halt. Lass meinen Kollegen in Ruhe. Oh Gott, ist eine Drohne wieder. Fucking Dicker. Oh Scheiße. Peter, jetzt kommt es auf dich an. Du musst deine Granaten schießen. Du bist der Einzige, der welche hat. Ich bin genau hinter dir. Scheiße. Ich stelle mir eh Geschütz. Ja, los ist. Ja, also nur mit Pistole ist schon heavy, Leute. Also das ist hart, ja, es ist echt hart. Also gerade gegen diese Kunden, also in Schwierigkeitsgrad höher, hat man wahrscheinlich kaum überlebt. Ja. Ich meine, die eine ist wieder so da. Oh. Ja. Zählt nicht. Ja. Schön. Ausgerutscht worden. Halt doch mal die Schnauze, was. Ich schau das so auf die Fresse, du Idiot. Alter, ich mache alles nur mit Ellbogen hier. Hinter dir. Also ohne die Heilung hat man... Das ist eng, ja. Ja, ja. Meine muss ich dann aber glaube ich aufladen. Ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt wieder auflädt. Ich hoffe es. I got Esther standing by to analyze the logs. She's our battalion synthetic. Hello, Marines. Hello, Marines. Marines. Ich habe noch 101. Lädt sich dann wieder auf, wenn das leer ist? Ja. Hoffentlich. Hoffentlich. Oh, den habe ich nicht gesehen. Streschen runter. Ich habe ihn weggetreten. Den schlug mal zusammen. Alter, Mann. Von oben, die haben die Schnauze gekriegt. Ja, jetzt habe ich den nicht weg. Reicht. Du hast keine Energie mehr. Auf. Ja, das meine ich ja gerade. Plus 15%. Was ist da passiert? Prozent. Mal sehen, wie lange das dauert. Guck mich mal um. Hätte es mal gelassen. Ich dachte aber, ich hätte vorhin, hätte sich das regeneriert. Ja, das wäre jetzt natürlich mega scheiße. Wenn das nicht der Fall ist. Wäre aber auch gut, weil dann hätten wir gleich in der Aufnahme noch das, wenn es leer ist, ist leer. Das wäre gut, aber für unsere Zwecke jetzt im Moment, für unsere Ausführung echt schwer. Informationen, das hat man schon. Gut. Das könnte aber wirklich so sein, ne? Na, schauen wir mal. Was sehen wir? Das wäre so mega scheiße. Das wäre jetzt schon heftig. Accessing. Thank you. I will be a moment. Ah, aber du müsstest dann halt ein bisschen mehr drauf achten.
okay, dass das nicht einfach wohl los einfällt. So wäre aber die Klasse fast ein bisschen zu OP, ja. Ja. Also es macht schon vielleicht Sinn, dass es so wäre. Man hätte es nur eher wissen müssen, weil er hätte es nicht so verschwendet. Ich auch nicht. Was heißt verschwendet? Ich habe schon eingesetzt, wann ich es gebraucht habe, aber da hätten wir es ein bisschen, naja, egal. Medikit haben wir ja noch. Man hätte sich ein bisschen, sagen wir mal, gezügelt. Fireteam. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es einfach noch sehr lang dauert, bis es da auflädt. Kann auch sein. Oder du musst irgendwas machen. Jetzt wird es ja schon interessanter. Eine Meute. Rupf dich da, egal. Hat es natürlich auch, wenn du mit der Handvorwaffe bei Headshots schaffst, das ist natürlich schon nice, ne? Rettest du dir selbst schon sehr am Arsch. Entschuldigung, Leute. Das ist ein sogenannter Alienfrosch im Hals. Alienfrosch. Ein Schleimfrosch. Alien-Schleim. Du sprichst mich nicht an, du Wurmsohn. Lass mein Kollegen ruhig, trat dich ja, weg. Ja, lass mich in Ruhe. Trat dich weg. Boah, das ist schon anstrengend, oder? Na, ich finde es richtig, richtig schwer, Leute. Also, das ist mal wirklich eine Herausforderung. Nur mit der ist aber halt auch lila, meine lieben Freunde, ne? Also da gibt es noch eine Bonusbelohnung dafür. Nicht nur das übliche. Wenn Alter, schaffen, oh Gott! Oh, das wurde jetzt hart. Alter, wie man die mit der Pistole in den Sand ziehen. Das ist bescheuert, Alter. Aber so witzig einfach. Wo ist der letzte? Ah, okay. Na, Hund. Dich zieh ich weg mit Nahkampf. Jawohl. Spinner. Das geht immer durch die Säure, Scheiße. 2 weeks ago, the mainframe on Deck 41 was accessed. Okay. I believe by Dr. Honecker. Gib mir jetzt mal ein Medipack. Vielleicht? Okay. Damit war's aber auch nicht aufgeladen. Naja. Nee. Ja, sie wird so sein, Leute, wenn der Tank leer ist, ist er leer. Also dann könnt ihr euren Bot vergessen. Könnt ihr Klasse wechseln. Ist aber gut eigentlich, dass man das mal ausprobiert hat. Da weiß man nämlich auch, wie man sich dann sich darauf einstellen muss vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Also eine schwere Mission wäre das der Genickbruch gewesen. Auch. Ja. Also Leute, vorsichtig umgehen damit. Tschüss, tschau. Sehr gut. Oh, an die Personenminen, blob. Das Spiel ist aus, Mann. Statisches Raster ist nicht schlecht. Kann man so schön abzappen. Aufhalten. Ist das Spiel ist aus? Weiß ich auch nicht. Aufklärung. Streifen, woran? Nee. Nee, das ist eine Herausforderung, glaube ich. Wirklich? Ich bin nachladen vorher. Ach Gott, ist gut. Peter, du bist unsere einzige Hoffnung, Peter. Peter. Schieß mal Kanonen, du Depp. Boah, ich hab echt, also vor der letzten, das wird, oh Leute, das wird hart. Also, wo wir den Vorstuhl dann warten müssen, eh da auf ist, das könnte übel werden. Da baue ich alles hin, was ich hab. Da kommen ja auch, ja, da ganz Minen hau ich mal alles brauchen. Also, das bekommt, glaube ich, auch ein, zwei Drohnen auf jeden Fall. Ja. Also, das wird schon hart. Angeschossen habe ich noch von der Pistole, ist natürlich nicht schlecht. Alle mal die Fresse, Junge! Du schaffst die Schnauze halt. Kollege in Ruhe, ich bin's wohl. Aber geschützt, ich vier war, sag gut. Medikit, kannst du mir das wieder lassen? Ah, okay, jetzt sind wir. Jetzt sind wir ganz gut dargestellt. Scheiße. Okay, 750 hat sich wieder aufgeladen bei mir. Ja? Ja. Ruhig, was jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube, das passiert dann halt. Ah, Medikit! Medikit! Ich habe Medikit aufgesammelt hier und dadurch ist es voll. Ja, ja.
Okay, und weil ich eins verbrauchen musste. Ah, okay, das ist aber cool, cool zu wissen. Okay, das ist natürlich trotzdem heavy. Ist es nicht jetzt schon das Ende? Ich weiß es nicht. Guck mich erst nochmal um. Ne, ich glaube schon, Vorschul, ne? Ich weiß nicht, wo ist denn der Vorstuhl? Hinter uns. Da müsst... Ja, da ist doch der Vorstuhl. Meint ich auf den Kampf raus, oder? Das könnte ruhig sein. Das ist das Ende, glaube ich. Na, hoffentlich, wenn wir jetzt nicht das Ende ist, haben wir uns haben. Ja, ich dachte schon. Was könnte sein, so lange war die ja nicht. Das sah doch so aus hier. Die langen Gänge. Na klar, hier ist der Vorstuhl, na klar. Na klar, ja, genau. Ja, dann, auf geht's. Haben wir mal, ich bin noch nicht dort. Ich munitioniere auf. Ich weiß nicht, ob ich hier Informationen habe, aber ich gesagt, weil sind wir hier überhaupt richtig oben lang gelaufen schon mal? Also ich glaube ich nicht. Nee. Aber liegt nicht hier. Ja, geil, was du alles legen kannst, ne? So, ich stelle mir hier hinten ein Geschütz. So. Eine Notfallmine vom Vorstuhl. Wo sind die denn auch relativ runtergekommen? Hier der Treppe runter sind sie noch gekommen. Also vier Gestütze, also das jetzt nicht schaffen. Ja, na klar, aber wie gesagt, man muss ja auch immer bedenken, dass wir halt selber nicht. Also. Sicher ist sicher. Genau. Das ist das Problem. So. Eins ist wieder voll oder was komplett? 750. Aber man. Das okay, aber da musst du mal überlegen, du bräuchst das theoretisch. 2-3 Medikits, um das voll zu machen. Ja. Das heißt, du musst aber auch die Medikits auch nicht brauchen, ne? In der Zeit, wo es leer ist. Ich habe das Medikit, ich habe mich geheilt und das Medikit, was ich aufgesammelt habe, habe ich im Inventar. Habe ich auch. So, das müsste man noch gucken, aber man nimmt es ja einfach auf und es tut sich automatisch auffüllen. Das heißt, egal was passieren würde, aufgefüllt hätte es sich ja so und so. Egal, ob ich es gebraucht hätte oder nicht. Stimmt. Also habt ihr das Medikit allgemein und ihr füllt gleichzeitig euren Tank auf. Das ist aber fair, das ist okay. Das ist fair und vor allem, wenn es voll ist halt. Wenn deine Energie voll ist, kannst du das Medikit ja auch nicht nehmen, kannst du auch nicht auffüllen. Da würde ich sagen, falls wir es brauchen... Ja, jetzt ist ja egal, wir sind ja eh am Ende. Ja. Hauptsache mal überleben. Ja, ich setze es jetzt auch an. Sieht auch ganz gut aus. Also vier Geschütze ist heftig. Kommen aber auch ganz schön Leute, ne? Ach, die Brandmunition ist noch Zeit. Ja, da kommen schon ein paar, ja. 119 Sekunden noch, Leute, von 180. Jetzt kommt gleich die dicken Jungs. Ja. Aber ich habe ein Geschütz schön in der Ecke gestellt, ich hoffe, das schießt auch. Ich glaube, ich habe das Tatsache auch scheiße gestellt. Da ist auf jeden Fall der Not. Nee, nee. Was schon, also die Geschütze machen eigentlich alle ihr Ding. Sobald die über die Mauer kommen, sind sie auf die Fresse. Ja, das sieht gut, das sieht gut aus. Das Kryo-Ding noch in der Mitte, da muss jetzt schön gebannt. Jetzt ist alles okay. Hier haben wir noch eine Mine zur Not liegen, also alles gut. Dumm nur, dass das eine Geschütz gleich leer ist. Zwei. Ja. Eigentlich fast alle drei. Aber ich habe noch eins, kann ich stellen. Wäre nicht schlecht. Nochmal 300 Schuss. Ich hab's da vorne hingestellt, weil die kommen eigentlich alle von vorne, auch die hier. Ohne. Korrekt. Oh Gott. 57 Sekunden. Alter, komm mal, eine Horde. Jetzt kommt die Drohne. Wie gesagt, eine Mine habe ich mal erlebt. Okay, das brauchst du gerade für Mine. Ich kümmere mich um die Kleinen. Ich riskiere nichts. Ich, leg unser Heilungsding. Ja. Okay, jetzt können wir uns ballern. Ja, ich meine die Fresse, die Idiot. Das nimm mal viel, nimm mal viel. Schauen das mal einfach. Komm her, ja, komm mal ran. Du kriegst schon mal richtig eine auf die Schnauze, Junge. Jetzt gibt's mal richtig eine auf die Fresse. Das ist der Papa aber sauer, du. Du sollst ihn doch in Ruhe lassen, du Wichser.
Peter, mach keinen Scheiß jetzt. Peter. Peter, mach keinen Scheiß. Wir sind gleich durch. Gleich geht der Vorstuhl auf. Peter, das tut mir leid, aber. Na, ja, mach. Hab ich. Peter, komm, Vorstuhl ist auf, Vorstuhl ist auf. Alter Schwede. Nice, nice, das war natürlich. Aber da, ihr habt es gesehen, haben wir am Ende auch gut aufmunition. Also ohne diese ganzen Geschütze hätten wir aber auch aufs Brett geschissen. Nachteil jetzt dafür. Gar keine Chance. Ich bin gespannt, was die Bonusbelohnung ist. Gar keine Chance gehabt. Ja, Nachteil jetzt dafür ist, normalerweise sammle ich immer in diesen günstigen Missionen die ganzen Sachen, ne? Ja. Habe ich jetzt natürlich nicht gekriegt. Dreimal, naja gut, dreimal Bonus, 4.185 Credits, das ist schon ordentlich. Was? Ich habe 2.160 gekriegt. Und einen Rückstoßbooster. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht da an Kills und so berechnen oder so, keine Ahnung. Und 135 Rap-Schein. Boah, das war eine gute Sache, würde ich sagen, Leute. Aber sogar hat es trotzdem gelohnt, also. Ich fand es auch. War eine kurze, 3000. Kleine Folge, um euch mal zu zeigen, wie sich der Doktor verhält. Wir haben ein bisschen was rausgefunden. War eine interessante Runde und vor allen Dingen, wie gesagt, nur mit Pistole war es halt auch eine sehr interessante andere Runde. Boah, übel Spaß gemacht. Also ja. War echt cool. Also war mal echt, das war echt mal eine heftige Herausforderung. Wie gesagt, das auf leicht, ne? Ja. Also das ist schon krass. Das kann man schon sagen, das ist schon ordentlich. Tja, wenn euch gefallen hat, ihr andere Herausforderungen sehen wollt, wie Glaskiefer oder sonstige Sachen oder auch die Charaktervorstellung, dann schreibt es einfach rein und wir lesen das dann und ja, dann werden wir uns lesen. Machen wir das natürlich auch. Bis dahin, positiv Wert hinterlassen. Ciao. Genau, bis zum nächsten Mal und schön mit einem Öl.